zu stören. Vielleicht wegen dem vielen Metall, man weiß es nicht. Hallo zusammen und willkommen bei McRalf spielt Alien Isolation. Auf ein neues. Es tut mir leid. Zweiten Generator aktivieren, Strom wiederherstellen und dann langsam raus. Okay? Unos. Dos. Tres. Tresos, was auch immer. Alles klar. Brüder werden aktiviert. Auch in netter Weise. Andere Richtung. Zumindest wäre das sehr nett. Und den anderen Androidenkumpel, den habe ich tatsächlich die ganze Zeit nicht gesehen, aber der wird dann irgendwann hier um die Ecke kommen. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Schon ganz gut gemacht. Der steht nämlich da eine ganze Weile mit dem Rücken zu uns. Würden wir jetzt gleich hinlaufen, würde der uns sofort cachen. Obwohl die Jungs ja nicht die schnellsten sind. Und der zweite läuft außen rum. Aha. Aber ich sehe ihn gar nicht. Der geht jetzt wieder zum Terminal. Ne, das ist weitergelaufen. Guter Mann. Also das mit dem Sicherheitszugangsgenerator, das ist echt richtig mies, Jungs. Das ist richtig mies. Auf. Wohin muss ich? Nach links. Okay, entkommen Sie durch den Empfang der Krankenstation. Hier bin ich jetzt anscheinend nicht ganz richtig, aber ich vermute oder hoffe zumindest mal einigermaßen sicher. Deswegen gehe ich mich mal kurz hier im Lüftungsschachtsystem um. Verpasse. Richtig großes System hier. Und das ist so meine einzigste oder eine der ganz wenigen richtigen Hoffnungen, dass der Xenomorph sich bei allen Sachen, bei denen ich mich bisher getäuscht habe, aber doch bitte nicht durch die Lüftungsschächte hier klettern kann. Was ja, wie ich auch schon mal gesagt hatte, sämtlichen Logiken der Filme widerspricht. Aber für uns natürlich sehr willkommen wäre. Tja, wenn ich jetzt natürlich wüsste, wo ich jetzt rauskomme. Ach so, ich kann ja mit Viereck das Stockwerk wechseln. Nicht dein Ernst. Dann käme ich jetzt genau wieder da raus, wo ich eben war. Sehr geil. Okay, das wäre zumindest eine Option dann oder eine Möglichkeit zum Flüchten gewesen. Also gehe ich jetzt ganz einfach diesen Weg wieder zurück. Zu finden gab es nichts. Und Taschenlampenbatterie habe ich anscheinend gerade verbraucht.
ist aber wieder aufgeladen, alles klar. Das Alien scheint irgendwo über mir unterwegs zu sein. Innerhalb der Lüftungsschächte scheint der Bewegungsmelder sich auch zu stören. Vielleicht wegen dem vielen Metall, man weiß es nicht. Ach nee, komm! Und somit hat sich der letzte Funken Hoffnung in Luft aufgelöst. Das Alien ist überall. Es kann auch durch die Lüftungsschächte klettern. Wieso? Mein, klar, es ist der Xenomorph, er muss durch Lüftungsschächte klettern können. Aber ich habe schon mal direkt vor einem Lüftungsschacht gestanden und er kam nicht rein. Tja, damit sind alle Illusionen dahin. Ja, und ich probiere das Ganze jetzt noch einmal. Ich werde allerdings den Weg, bis ich hier rauskomme, schneiden, sollte nicht irgendwas extrem Spannendes passieren. Also ich aktiviere jetzt den zweiten Generator und sobald der Alarm losgeht, sehen wir uns wieder. Der Weg ist frei, Ripley. Beeilen Sie sich. So, und ich flüchte jetzt sofort in diesen Lüftungsschacht, den ich da entdeckt habe, weil die Androiden nämlich gerade hinter mir her sind. Und jetzt beantwortet mir bitte mal die Frage, wie zur Hölle soll ich im Lüftungsschacht ohne Spinde zum Verstecken vor dem Xenomorph flüchten können? Der Lüftungsschacht ist ja total fett. Und ganz ehrlich, wenn das Alien hier drin ist, habe ich null Chance. Ich habe ja wirklich nichts, wo ich mich verstecken könnte. Also gehe ich mal davon aus, da mich das gerade jetzt doch ein bisschen überrascht hat, dass das Viech mich hier gecatcht hat, dass ich halt einfach ganz langsam durch den Lüftungsschacht gehe. Mich eben nicht hört. Ich könnte auch mal gucken, was habe ich denn nochmal an Waffen? Komm, ich glaube, den Elektroschocker, den hatte ich einfach mal nicht richtig verwendet. Wahrscheinlich in der ganzen Hektik mal wieder den falschen Knopf gedrückt oder gar keinen. Vielleicht hilft er mir ja doch ein bisschen gegen das Vieh, dass ich es zumindest mal irgendwie abschrecken kann. Aber langsame Bewegung hat sich bisher noch wirklich als Überlebensmittel bewährt. Ist eine Treppe nach oben. Und da drüben geht es aber auch noch weiter. Da bin ich noch gar nicht gewesen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal weiter nach vorne gehen. Gucken, was mich da erwartet. Eine Sackgasse. Ganz in der Nähe, wollte ich gerade sagen, ist ein Zweipunkt in der Nähe, also ist mal schwer davon auszugehen, dass es sich hier um die Androiden handelt. Wieso war der eine Punkt auf einmal rechts? Man weiß es nicht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Versuche mein Bestes. So, wo ist die Bewegung? Nirgends. Und wir müssen uns jetzt, ja, eigentlich genau nach hinten halten. Aber hier ist zu. Hier ist zu. Strom wiederherstellen. Ja, wer weiß, wo ich das machen muss. Okay, also bleibt uns mal wieder nichts anderes übrig, als den ganzen verdammten Gang zurückzulaufen, um auf die andere Seite zu kommen. Denn der Empfang blinkt da rechts unten. Ja, und wie das Spiel es gerne macht, schickt es uns wieder komplett zurück. Einmal den Gang hindurch. Was ist da unterwegs? Was relativ schnell ist. Ja, und da muss ich auch hin. Genau, rechts war der Raum. Was war denn da? Ambulanz.
Anlegestation. Ich muss mich jetzt gerade mal ein bisschen orientieren. Hier war der Operationssaal mit dem Terminal. Da hinten war ich tatsächlich noch gar nicht. Aber was soll ich auch da? Da soll ich ja gar nicht hin. Also sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Weg gehen, den ich gar nicht gehen muss. Ich muss genau dahin. Und zwar da, wo eben die Bewegung war. Ein Spaß. Da ist etwas sehr, sehr zügig unterwegs. Also lasst uns mal alle gemeinsam raten, um was es sich handelt. Tja, was machen wir jetzt? Links durch den Operationssaal, wo wir vorhin gekommen sind, oder geradeaus? Geradeaus waren wir zumindest noch nicht. Lasst uns doch mal geradeaus laufen.